Hallo und herzlich willkommen hier bei der EER ACC Meisterschaft. Wir befinden uns in dem Finale der GT3 Interkontinental Meisterschaft. Leider jetzt zum Saisonfinale nur noch mit aktuell nur 7 Fahrern. Also ist heute leider nicht der beste Termin, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Ich gehe gleich mal eben mit euch die Fahrer durch, was wir hier in Suzuka am Fahrerfeld haben. Und dann können wir auch mal in die Gesamtsituation reingucken. Wie läuft das? Wie sieht's aus? Wer kann vielleicht noch was in der Meisterschaft holen? Dazu öffne ich gerade mal auf unserer Homepage nochmal die Tabelle, um dann zu sehen, wer hat vielleicht heute noch eine Chance, sich nach vorne zu verbessern. Wer ist heute mit dabei? Saison 2. Nächste Woche geht es ja dann schon weiter. Dann mit unserer British GT Championship. Und zwar sind wir dann schon in Ulden Park mit der GT4 unterwegs nächste Woche. Dann wieder einen Tag frei wegen dem Feiertag und dann die GT3. Gut, dann schauen wir doch mal. Das ist der Saisonkalender. Wollte ich nicht hin. Ich wollte Season 2. Ja, GT4 ist ja bereits die Saison gelaufen. Arish, der GT4 Champion. Und All Gas No Brakes Racing mit Proto und Kai sind GT4 Meister geworden. So wie es aussieht, könnte das dann auch hier schon bei der Teilnehmerzahl. Arish ist schon GT3 Meister hier im Rowe BMW und Teammate bin dann ich, der zwar heute nicht fährt, aber aufgrund der Punkte, die man angesammelt hat, kann uns das wahrscheinlich auch keiner mehr nehmen, dass Rowe dort die GT3 Meisterschaft gewinnt. Ich gehe noch mal auf die Tabelle drauf ein, wie es um die Meisterschaft steht. So. GT3 Meisterschaft, hier haben wir es. Also, wir haben einmal Arish, der schon bereits den Titel innehat. Und zwar hat Arish 210 Punkte und sein ärgster Verfolger, der Kai, 155, das heißt schon 55 Punkte Rückstand bei maximal 50, die man mit Kohl und Renzi holen könnte. Und Arish dürfte, Entschuldigung, keinen einzigen Punkt kriegen. Dann hätte der Kai immer nur 50 aufholen können. Aber Kai auf Position 2 nicht dabei, Cremator nicht dabei. Aber Zeiss Jana ist dabei und Zeiss Jana befindet sich punktgleich mit Cremator auf dem dritten Platz, hat 67 Punkte Rückstand. Und das sieht sehr danach aus: Kai fährt nicht, Cremator fährt nicht. Das heißt, Zeissi wird sich insgesamt noch wahrscheinlich den zweiten Platz hier in der Meisterschaft sichern können, weil zum Kai sind es auch nur 12 Punkte. Und die wird er locker einfahren, gehe ich von aus. Also dafür müsste er schon 10., 12. werden. Also wenn er durchfährt, sei sie, kriegt er die Punkte. Und somit wird er sich auf den Platz vorsetzen. So, Ronnie Pony, weiß ich nicht, ob der kommt. Hat er gesagt, vielleicht schafft er es, vielleicht aber auch nicht. Ist aktuell auf dem fünften Platz. 105 Punkte. Vielleicht ist da was möglich. Don Granato fährt mit. Hier. Don Granato ist auf dem sechsten Platz mit seinem Leis ist Geis Lacing. 90 Punkte hat er, 120 Rückstand. Wenn es gut für ihn läuft, kriegt er Ronnie vor sich und kann sich in der Meisterschaft noch auf den fünften Platz verbessern. Käsestinker auf der 7 fährt nicht oder fährt, also bis jetzt jedenfalls nicht. Wer einen Sprung nach vorne machen könnte noch, ist der VRA German. Hatte in den ersten zwei Rennen, wo er mitgefahren ist, jeweils ein kleines Problem mit unserer Spritregelauslegung. Ich hoffe, dass wir die Sachen auf Seite legen konnten und das für ihn ganz gut funktioniert. Mittlerweile, der hat 79 Punkte und könnte sich einige Plätze vor sich schnappen, inklusive Ronnie Pony. Also Don Granato, Ronnie Pony. Platz 5, 6 ist so drin. Ja, ich fahre leider nicht auf dem achten Platz.
Miroteus fährt nicht, Don Granato, Proto fährt nicht, Don Mörte nicht, Nikolai nicht, Kima nicht, Jumanji nicht, Captain nicht, Vega nicht, weiß sie nicht, Jordan nicht, Beast Mode, McGunn vielleicht, German Wings, Vivo. Also, haben wir Situation gehabt. Ist neu in der Liga, hat Erich aus einer anderen Liga mitgebracht, aus der BOA. Ist auch eine Liga, die international fährt. Und ja, hier im M4 unterwegs. Und mal gucken, wo Big Run nachher sich platziert, jetzt gleich im Qualifying. Also die Trainingszeit sah vielversprechend aus. Gipfelkaskade, weiß ich nicht, ob der schon bei uns mitgefahren ist. Jedenfalls im GT3 noch nicht, sonst steht er in der im Klassement. Aber kennen wir natürlich auch aus den Formaten bei den Chaos-Lemmingen, dass mit Gipfelkaskade vorne auch immer zu rechnen ist, wenn der zurechtkommt. Also wenn man es gerade gesehen hat, die Schikane hat noch nicht so ganz gepasst. Vielleicht kann er da aus dem Bentley gleich noch ein, zwei rausholen. Und ich meine, das sind jetzt auch Fahrer, die aktuell kein Zusatzgewicht haben. Und das könnte ja dann im Rennen auch ein Vor- oder Nachteil sein. Spiker hier auch ist neu dazugekommen in unserem Cup. Kommt auch aus einer anderen Liga. Und mal gucken, ist auch jetzt nicht sehr weit weg von der Musik. Zeisi hatten wir gerade schon, ist fürs Rennen mit 50 Kilo Zusatzgewicht wird er sich, weil er den Rennsieg in Monza hatte, haut er sich 50 Kilo heute im Rennen on top, was natürlich für ihn dann relativ schmerzlich sein könnte. Aber wie gesagt, für ihn ist er noch Platz 2 drin. Erster, der rausgeht, Erich, gefolgt von German. Die anderen verweilen gerade noch in der Box. Ein M6, ein AMG, das sind dreimal ein M4, dann Don Granato mit dem Jaguar und Gipfelkaskade mit dem Bentley. Und vielleicht haben wir gleich noch Glück und wir kriegen noch den einen oder anderen weiteren Wagen zu sehen. Also alles Mögliche hätten wir da im Angebot, sonst ein Audi, einen Aston Martin. Wollen wir mal gucken. In der Zwischenzeit ist auch Micron rausgegangen und Spiker. Wir können uns ja mal die Perspektive. Ah, ist leider hier bei Erich aktuell. Ah, jetzt geht's. Mit der Fahrerperspektive ist ein schwarzes Balken dort ein bisschen schlecht zu sehen. Wir können auch gerade noch mal die Teammeisterschaft durchgehen. 290 Robe Vorsprung vor den Trittbrett-Drivers, die mit 226 sind. Und davon fährt aktuell ja nur der Zeissianer. K- und N-Motorsports sind auf der 3 zurück, haben leider 67 Rückstand. Wenn keiner von Robo heute fahren würde, hätten die anderen noch Möglichkeiten gehabt, aber da die anderen nicht fahren, ist das Ding eigentlich schon fast in trockenen Tüchern. Die Asphalt-Cowboys können... Ne, kann nichts reißen. Don Granato mit seinem leises Geil-Leising könnte sich noch einen Platz holen, und zwar den Platz 6 von Mirage. Verbessern von sich auf der 6. ART ist auch dahinter, hat 11 Punkte Rückstand auf Don Granato. Müssen wir uns dann mal die Rennen nachher angucken, ob sich da was ändert. Was haben wir hinten noch? No Clutch, CUC, da ist nichts mehr von bei, was aktuell fährt zum letzten Rennen. Schade, weil man hätte gute Punkte rausholen können. Gerade jetzt zum letzten Rennen. Da sind viele gute Punkte noch drin, gerade wenn es nur 7, 8 Leute sind, die mitfahren. Und wir geben ja Punkte bis zum 25. Platz und somit
könnte es da auf der Kontokasse klingeln und dann auch viele Positionen in der Meisterschaft oder in der Teamwertung nach vorne gehen. So. Das zur Situation. Dann gucken wir mal, was die Fahrer hier so aufs Parkett bringen. Die ersten Zeiten werden wir gleich sehen. An alle, die zugucken, herzlich willkommen im Chat. Lasst doch mal ein Hallo da, wenn ich weiß, dass ihr da seid. Macht es mir auch viel mehr Spaß mit euch oder was ihr sehen wollt, wenn ihr die Daumen drückt heute. Memo, hi. Hast es heute nicht geschafft? Auch lange nicht auf der Strecke gesehen. Ich hoffe, dass wir dich vielleicht wieder für die britische begrüßen können. Britische Meisterschaft dann ab nächster Woche GT4 und ab in 3 Wochen dann die GT3. Wir starten in Poulton. Und dann sind es halt die britischen Strecken. Poulton, Snetterton, Donington, Brands Hatch, Silverstone. Den Saisonabschluss macht dann Spa. Ah, oh, sorry, das tut mir leid, Memo, dass du kein Team bist. Also, ja, du hättest fahren können. Also, ich habe eigentlich gedacht, weil ich den Haken drunter gesetzt hatte, unter dein Statement, dass das so verstanden war. Also, wenn du möchtest, kannst du auch noch reinkommen zum Quali. Also, es sind ja noch 15 Minuten. Gerne darfst du noch mitfahren. In der Zwischenzeit. Oh, da sitzt er auf der Rückbank beim Käsestinker. Käsestinker Nissan mit beigejoint. Zum Quali. Big Run auf jeden Fall mit der ersten schnellen Zeit. 2 Minuten 1, 584. Knapp dahinter Erish. Da gerne mitfahren, also aktuell siehst du ja auch relativ viel Luft und ja. Einfach mitfahren, Spaß haben, auch wenn man jetzt sagt, ah, ich bin gar nicht trainiert und ich fahre doch sowieso nicht die Zeit, was die da vorne schwitzen. Das macht ja nichts. Wenn die Spitze zum Überrunden kommt, vielleicht einfach dann Platz machen oder so, aber es geht ja um den Spaß, um Mitfahren. Wir haben jetzt ein interessantes Format, also die Punkte gibt es im Quali schon mal. Die ersten 5 kriegen Punkte und dann kriegen wir im Rennen die Big Points. Der Sieger kriegt zum Beispiel 45. Der zweite 41 und so weiter, und so würden wir selbst bei 25 Fahrern würden alle noch Punkte kriegen. Das haben wir mal auf Anraten eines Fahrers getan, der sagte, ich bin jetzt schon das dritte Mal Elfter geworden und so langsam nervt es, dass ich mit dem 11. Platz keine Punkte kriege, obwohl ich mir die Zeit genommen habe. Und dann haben wir gesagt, ja, stimmt, hast du recht. Haben wir das System angepasst und ja, werden wir auch unsere Sprit- oder Zusatzgewichte platziert. Das heißt, wir gehen immer das Ergebnis des vorigen Rennens für das nächste GT3-Rennen in diesem Fall dann aus. Also das heißt, das Zusatzgewicht hier im Rennen kommt aus dem GT3-Rennen aus Monza. Und ja, das hat in diesem Falle Zeiss Jana gewonnen. Das heißt, 50 Kilo für Zeiss. Ich bin Zweiter geworden mit dem Porsche. Heißt, ich hätte 40 Kilo heute zusätzlich gehabt.
Ronny Pony auch dabei. Herzlich willkommen. Da geht vielleicht doch was für die Asphalt Cowboys nach vorne. Und den nächsten Platz hatte dann Parrish auch im Probe. Der hat heute aber dann 30 Liter dabei. German hat, glaube ich, letztes Rennen eigentlich gewonnen, hat aber aufgrund der fehlenden Clips das aberkannt bekommen, oder vielmehr, wir haben gesagt, wenn du diese Spritregel nicht eingehalten hast oder es nicht beweisen konntest aufgrund eines Screenshots, dann wird dir leider pro fehlender Liter eine Sekunde berechnet. Das war in seinem Fall, weil er das vorige Rennen schon gewonnen hatte, 50 Sekunden, und damit fällt er halt dann von 1 auf die 4 zurück. Hat deswegen heute nur 20 Kilo dabei und vielleicht dann heute auch ein Siegkandidat, also mal im Training jedenfalls gerade schon sehr schnell. Und die letzten 10 Liter hat sich Don Granato in Jaguar gesichert in Monza. Die tun ja wirklich kaum weh, die letzten 10. Die hat man meistens, wenn man sowieso mit ein bisschen Vorsicht und Bedacht fährt, hat man die meistens sowieso im Tank. Aber diese 50 Kilo, die tun schon weh. Das heißt, Jana wird mit vollem Tank fahren komplett. Das heißt, er fährt volle 110 wahrscheinlich zum Anfang, muss dann, wenn es auf 50 Liter hinausläuft, also das heißt 60 Liter später mindestens tanken und dann wieder vollhauen wahrscheinlich. Und der BMW ist ja so ein kleiner Schluckspechtel. Das heißt, der BMW ist sehr durstig, was Benzin angeht. Und da ist das Ganze dann schon mal relativ eng. Also es bewegt sich dann innerhalb von ein paar Runden, wo er auch seinen Stopp machen muss. Das kommt halt als kleine taktische Raffinesse dann dazu. Ja, was bleibt uns sonst? Wir haben eigentlich sonst immer diese kleinen Mini-Rennserien, also immer 6-7 Rennen ungefähr. Und dann ist das Auto, was man sich anfangs wählt, eigentlich auch fest. Wenn man dann aber trotzdem das Auto wechseln möchte aus dem Grund, ist das alles kein Problem. Gibt aber 15 Punkte Abzug. Das hatten wir jetzt auch schon ein-, zweimal diesen Punkt, dass das Auto gewechselt wurde. Gar kein Problem, aber man muss dafür eine Strafe einkassieren oder man wartet jetzt einfach bis zum nächsten Cup, weil der englische Cup ist zum Beispiel jetzt wieder, dürfen alle am Start einmal das Auto frei wählen, Teamwahl, Teamnamen, mit wem möchte ich ein Team machen, wie wollen wir unsere Autos lackieren, alles frei, also da ist wieder der Kreativität keine Grenzen gesetzt, jeder darf auswählen, was er möchte, ob er im Quietsch gelben oder im quietschgrünen, im pinken, lila bunten Streif fährt. Das darf er entscheiden, wie er möchte, und da bin ich auch wieder auf die ganzen Designs gespannt, die wir dann sehen werden in der britischen Meisterschaft. Also ich weiß zum Beispiel, Erich und ich sind dieses Jahr halt Rowe gefahren, und da gibt es nun mal die vorgefertigten Autos, und ich wusste, ich wollte Porsche fahren, und Erich, habe ich gewusst, verträgt den M6, und dementsprechend haben wir es dann auf Rowe uns geeinigt, dass wir für Rowe antreten, ja, und mit der 99 und der 98 antreten. Das ist dann halt vorgebrandete Autos und auch in Ordnung. Und die anderen haben sich dann halt für ihre eigenen Muster entschieden. Don Granato im Jaguar hat er jetzt nicht die große Wahl gehabt, weil dieses Auto einfach leider, genau wie der Lexus, keine eigenen Designs hat. Und auch der BMW ist aktuell noch ein bisschen im Nachteil, was Designs und eigenes angeht, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es da auch was nachgepatcht wird und dass es kommt. Ja, Mick Run in der Zwischenzeit eine 2 Minuten 1,584 und somit die schnellste Zeit hier, noch 7 Minuten auf der Uhr.
Ärgster Verfolger. German. Das ist nicht viel. Das ist einmal kurz rutschen. Das ist einmal ein bisschen besser vielleicht durch die, das S kommen oder mit Vollspeed mal durch die 180R. Die man ja sowieso eigentlich fährt. Aber gerade hier schon so ein kleines Rutschen. Das, sowas war es schon. Das, da waren diese 10 Sekunden, also diese ein Zehntel ist an der Stelle sehr schnell weg. Und ja, da gucken wir mal. Ja, dahinter ist auch relativ eng. Also Erich ist da auch nicht so weit weg von der Musik. Käsestinker im Nissan. Noch aktuell keine Zeit gefahren. Ja, Nissan eigentlich. Hauptstrecke hier für Nissan. Ich habe der letzte durch Zufall erfahren, warum Nissan meistens auf einem Auto, wenn es im Rennsport geht, die 23 hat. Das hat einfach mit den japanischen Schriftzeichen und der Aussprache dafür zu tun, weil die 2 ist, wird ausgesprochen nie und die 3 wird ausgesprochen als San und 23, also ist das nie San. Und deswegen haben die meisten Autos in der Rennserie, wenn ihr mal guckt, die 23 ist meistens Nissan. Also nicht immer, aber bei so Rennen wie das 24-Stunden-Rennen oder sowas, wenn Nissan antritt, sind die meistens bedacht, diese Nummer zu nehmen, aufgrund dieser Namensgebung. Einfach als kleines Gimmick. Ja, Ronnie im Lexus. Auch sehr kerniger Sound von diesem Auto. Ich selbst liebäugel mit dem Aston Martin aktuell für die britische Meisterschaft. Da auch interessant zu fahren. Ich glaube, der McLaren wäre auch eine interessante Wahl. Das Problem bei McLaren ist aber einfach, dass dieser relativ wenig Force Feedback hergibt oder relativ wenig einem überhaupt zurückgibt und das ist dann doch schon sehr, sehr schade, wie ich finde, was dieses Auto dann leider wieder von der Übersicht und sowas grandios, aber wenn ich beim Einlenken, ich muss was im Lenkrad spüren dafür, dass das gut funktioniert und das ist dann in diesem Fall der McLaren leider nicht, obwohl er, glaube ich, von der Sitzposition, vom Field of View, was man sehen kann, eigentlich ganz gut aufgeteilt ist. Mal gucken, vielleicht fährt ihn ja wieder der ein oder andere für unsere Meisterschaft der britischen. Unsere Very British Saison. Ab nächster Woche. So, ab Platz 5 gesellt sich aktuell alles in der Box. Inklusive Käse. Wenn die nicht gleich noch rausfahren, passiert da auch nichts mehr bei einer Rundenzeit von 3 Minuten. Heißt, möchten wir noch eine setzen, müssen wir auf jeden Fall jetzt. Oder in den nächsten 30 Sekunden rausfahren. Besser 20 Sekunden. Sonst ist da nämlich keine Verbesserung mehr drin. Mal gucken, ob einer der Herrschaften noch sich verbessern möchte oder sagt, ja, ist in Ordnung, nehme ich den Platz. Ja, Don Granato geht auf jeden Fall nochmal auf Runde. Auch mal, dass es noch langt für ihn, aber sollte eigentlich, also Puffer von 10 Sekunden hat er. So, in der Zeit ist Micron zwar näher rangefahren vorne,
84 Tausendstel, aber es hat nicht gelangt und für noch eine Runde langt es nicht, also ist er zurück an die Box. Ronny hat sich den Käse geschnappt. So, Erich möchte nochmal... Ja, so aber nicht. Den Run auf die Pole probieren. German springt an die Box. Also da gibt es definitiv keine Verbesserung mehr. Jetzt gucken wir mal, wo sich Erich befindet. Ja, der könnte die Runde vielleicht zu Ende fahren und noch eine zusätzliche fahren können. Gipfelkaskade wird auf jeden Fall noch eine dranhängen können. Don Granato hoffen wir, dass er überhaupt noch eine setzen kann. Und Ronny, eine Minute vier von hier. Guck mal, ich glaube, Ronny war schon... Don Granato war schon knapp, habe ich gesagt, von hier. Und Ronny ist noch ein Stück dahinter, also... Wollen wir mal gucken. Also Erich wird auf jeden Fall noch über die Linie kommen und hat dann jetzt noch einen Versuch, hier noch weiter nach vorne zu fahren, als sowieso schon auf einen starken dritten Platz. So, 23 Sekunden vorher geht er über die Linie. Gipfel hat schon gestartet. Oh, da hinten ist die Linie. Wird ein langer Weg für Don Granato. Geht gerade so rüber, wie ich sagte, 10 Sekunden. So, für Ronny 5, 4, 3, 2. Oh, hat er Glück gehabt. Ronny geht als letzter quasi über die Linie. Und darf eigentlich noch. Gipfel hat abgebrochen. Erich, Don Granato und Ronny Pony. Also... Da bleiben wir jetzt mal auf Erich. Sehr aggressiv. Ronny Pony bricht ab. Ich kann euch leider aktuell nicht sagen, ist die Zeit schneller oder langsamer. Das müssen wir jetzt einfach davon ausmachen. Wie sieht's aus? Kommt er sauber um die Kurven? Ist vielleicht irgendwo noch Potenzial nach oben oder unten? Aus unserer Sicht natürlich. Ich glaube, Erich würde gar nicht mehr zu Ende fahren, wenn er wüsste, es langt nicht oder es ist keine Verbesserung mehr aktuell für mich drin. Dann würde er das Auto hier schon neben die Strecke setzen und somit ungültig machen. Auch Don Granato. Wenn der nicht noch was wittern würde, würde der nicht unbedingt zu Ende fahren. Ah, kommt da weit raus. Wenn das nicht ein Ticken zu viel war. Ja, fährt auch in die Box, bricht ab. War bestimmt ungültig an der Stelle, weil er hier zu weit draußen war. Was kann Don Granato noch? Kommt er noch an die Zeit vom Zeisi dran? Verbessert sich zwar nochmal um eine halbe Sekunde, aber es ändert seine Position nicht mehr. Und somit haben wir German auf der Pole, Mikrun auf der 2, Erich auf der 3, dann Gipfelkaskade, Spiker, Zeissiana, Don Granato, Ronny Pony und den Käsestinker. Das auf jeden Fall unsere Platzierung für das Rennen, fürs Qualifying. Ja, somit gehen die ersten 5 Punkte hier aus Suzuka an German, 4 an Mikrun, 3 an Erich, Gipfelkaskade holt sich 2 und Spiker 1 Punkt. Zeisi geht leider aktuell leer aus, genau wie Don Granato, Ronny Pony und Käsestinker. Jetzt haben die Fahrer ganze 5 Minuten Zeit, also die Zeit, die oben in der mit Orangen bis zur Start. Das ist genau die Zeit bis zur Einführungsrunde.
Und zwar haben die Fahrer jetzt Zeit, sich alles einzustellen, was sie brauchen. Wir haben gleich auf der Strecke 45 Minuten. Wie gesagt, Zusatzgewichte sind gut verteilt. Zeisi 50 Kilo, Erwisch 30 Kilo, Don Granato 10. Das sind die, die eins bekommen haben, die auf der Strecke sind, resultierend aus dem Ergebnis aus Monza. Und zwar vor 1, 2, 3 Wochen. Gut. 45 Minuten wird gefahren. Es ist ein Pflichtstopp mit Reifen drin. Nachtanken muss nicht. Aber es bietet sich eigentlich an, weil wenn man steht, um die Reifen zu wechseln von 30 Sekunden, dann kann man genauso gut nachtanken, weil man steht ja sowieso. Man steht ja sowieso und deswegen alles gut. Ja, was stellen die Fahrer sonst jetzt noch ein? Eigentlich nur die Boxenstrategie nochmal einstellen. Vielleicht nochmal mit dem Spritrechner durchrechnen. Wie viel muss ich jetzt zum Start mitnehmen? Wie viel dann zum Ende? Ronny, doch, ist offen. Geh mal bei Airish rein. Meine ist nicht offen, weil ich kommentiere Ronny Pony. Also er hatte gerade gefragt, ob heute keine Party offen ist. Versuche ihm gerade mal auf Discord zu schreiben. Ich glaube, er hat mir nur auf Dings geschrieben. Irish. Hoffe ich, dass der Pony Pony jetzt auch beim Irish in der Party landet. Und dann sind wir schon in den letzten Sekunden vorm Start. Mein Auto wird sich gleich an die Box teleportieren. Mal eben. Ich guck mal so. So. Erich, kannst du nochmal Ronny Pony einladen in deine Party? Ja, okay, jetzt nicht mehr. Aber er hat gesagt, er kam nicht rein, deswegen. Ah, da ist er aber. Okay, gut. Ich hab's vorher gesehen. Okay, dann kann ich wieder raus. Ciao. So. Fahrer geholfen. Sehr gut. In der Zwischenzeit hat sich das Feld auf die Einführungsrunde begeben, angeführt von German, Micron, Airish,
Gipfelkaskade, Spiker, Saisiana, Don Granato, Ronnie Pony und Käsestinker, alle losgekommen und Ronnie auch noch in der Party untergebracht. Perfekt. So kann es weitergehen. Ja, was erwarten wir jetzt fürs Rennen? Ich gehe davon aus, ein relativ guter Kampf zwischen den ersten fünf. Dann eine kleine Lücke und Käse und Ronnie um hinten die letzteren beiden Plätze und Zeisi und Don um die 6 und 7, gehe ich von aus. Wir werden es gleich sehen, wie es hier abends geht, ja. Auch sehr schön, dass wir quasi zwar zwei verschiedene Hersteller haben vorne, aber dann doch unterschiedliche Autos. Wir haben den AMG, wir haben den M4, wir haben den M6, wir haben den Bentley M4, M4, den Jaguar, den Lexus und den Nissan. Ja, jetzt heißt es natürlich, wie immer, Reifen und Bremsen auf Temperatur zu bringen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Der eine fährt lieber Schlangenlinien, der andere fährt mit schleifender Bremse, der dritte versucht durch gezieltes Driften sein Heck ein bisschen ausbrechen zu lassen. Wie wir es hier gerade sehen. Kann natürlich auch schnell mal nach hinten losgehen. Das Auto dreht sich weg und man landet in der Wand. Da hat es nämlich irgendwie anscheinend bei German auch nicht so gut funktioniert. Und da sage ich's und Spiker schlägt auch ein in der Einführungsrunde. Zu viel rechts, links, zu viel auf dem Gas gehabt. So, und jetzt gleich sollte es eigentlich schon den Doppelpfeil geben. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Start hier vom Bentley aus an, von Gipfelkaskade. Oder vielleicht sogar noch von Spiker, was in der ersten Kurve passiert. Kollision kann es eigentlich noch nicht gewesen sein da vorne, weil in der Einführungsrunde es eigentlich immer noch geghostet ist. Ist jetzt auch hier relativ lange gerade noch, ein Stück geradeaus. Also man denkt immer, oh, da vorne kommt doch schon Startziel, da vorne kommt doch schon Startziel, aber das ist erst am Ende der Geraden und ja, ist noch ein weiter Weg. Aber es wird trotzdem hier schon Gänsemarsch. Nur noch 70 gefahren. Ah, hier ist der kleine. Den haben wir irgendwie immer, diesen kleinen Bug dazwischen 5 und 6, dass da irgendwelche Startpositionen nicht ganz eingenommen werden können. Harish hier schon in lauer Position. Und da ist grün und los geht's. German, der sich vorne absetzen kann. Also wahrscheinlich wird er die Führung behaupten können. Ja, doch, es geht erstmal gesittet in die erste Kurve. Auch gesittet in die zweite. Arish mit einem kleinen Drift und mit dem Angriff auf die Spitze mit German. Aber alles gut gegangen. Spiker, der hier an. Nee, ist gar nicht vorbeigegangen. Zeisi ist auf den letzten zurückgefallen. Ne, einer der letzten, also Käsestinker ist der letzte. Ne, Käsestinker ist das. Ronnie Pony ist letzter. Lassen wir es einmal durchsortieren. Ja, German konnte die Spitze behalten beim Start. Arish ist ihm aber dicht auf den Fersen. Versucht sich hier schon daneben zu setzen. Und kann der BMW rausbeschleunigen. Ja, mit Zusatzgewicht und der schwere BMW
Klappt nicht ganz. Gipfelkaskade guckt sich von hinten gemütlich an. So. Don Granato hat sich vorgefahren auf die Position 4. Hat es da schon Mick Run und dem Spiker gezeigt. Wo hier Mick Run an Spiker vorbeigeht. Gucken, ob sich vorne was tun konnte. Anbremsen auf die Schikane. Nein, Erich bleibt dahinter. Ah, die drei können sich da vorne jetzt ein Stück weit absetzen. Und dann die nächste Verfolgergrüppchen mit Don Granato im Lead. 4, 5, 6. Käsestinker kann einigermaßen dranbleiben. Zeiss Jana hat mit seinen 50 Zusatzkilos zu kämpfen. Und Ronnie musste auch noch nicht so weit abreißen lassen. Also die Spitze war noch vorne rechts zu sehen. Also alles in Ordnung, alles gesittet, alles gut. Gucken wir mal, dass wir hier nichts verpassen, weil es ja doch relativ eng ist, was die Fahrerposition angeht. Mikron, der sich jetzt hier den Don Granato zurechtlegen mag, um eigentlich mit dem besseren M4 wieder dran vorbeizufahren. Don Granato eine sehr stabile und sehr gute erste Runde hingelegt. Konnte da auch ein paar Positionen gewinnen. Oh, bremst hier sehr früh. In der Zwischenzeit konnte sich German ein Stück weit vorne absetzen. Ja, Don Granato mit einer relativ engen Linie. Also, er zeigt Mikron klar, wenn du vorbei möchtest. Gerne, aber die Innenspur gehört mir. Dann musst du auch außen dran vorbei. Und mal gucken, wie sich das weiter verhält bei den beiden. Ob da irgendjemanden nachher die Hutschnur platzt, aber ich glaube nicht. Ich hoffe, es sind alles faire Fahrer. Ah, jetzt kriegt er auf jeden Fall schon die Lichthupe. Aber er ist nicht schnell genug. Und wenn Don Granato seine Linie halten kann. Oh, German scheint aber einen Fehler gehabt zu haben. Geht auch in die Box. Hoffentlich war das nicht zu schnell. Und gleich mal in der wieder. Oh. Erich mit dem Disconnect. Aber Erich hat einen Disconnect. Ja, Erich hat einen Disconnect. Und schwupps führt Gipfelkaskade. Vor Don Granato, vor Mikron, Spiker, Käse, Zeiss Jana, Ronnie Pony und German. Wir gucken mal rein, was bei German passiert ist. Ah, hier der Einschlag kommt hier blöd raus. Das Auto versetzt und ah, da ist direkt die Mauer. Ja, wahrscheinlich relativ heftig der Einschlag. Kann jetzt weiterfahren, hoffentlich den Schaden soweit. Stop and go, 30 Sekunden auch noch on top. Ja, Erich wieder, der beigejoint ist. Jetzt aber logischerweise ordentlich zurück ist. Vielleicht kann er sich dann noch an irgendwas rankämpfen. Das sah nämlich auch verdächtig aus, zu schnell in der Box bei German. Ja, da hat der Fehlerteufel bei Erich zugeschlagen heute mal. Ja, auch wenn ich das von der Latenz sehe, also vom Connecting her,
relativ hohen Ausschlag hatte. Ja, Gipfelkaskade wird jetzt vorne versuchen. Ich glaube, 1 Minute 20 ist jetzt gesperrt bei Erich die Steuerung. Und danach kann er erst wieder rausfahren und muss dann immer noch seinen Boxenstopp machen. Das heißt, für ihn geht es eigentlich nur noch darum, den 9. Platz einzufahren und die Punkte dafür einzustreichen. Fürs Team. Ja, habe ich mir gedacht, das Spiel abgestürzt ist oder ein Disconnect. Hat man gesehen, weil der BMW M6 auf einmal sehr leicht wurde und durch den Zaun durchflog. Knapp 2 Minuten gesperrt, okay. Ja, wie gesagt, wichtig ist wahrscheinlich der 9. Platz. German hat aktuell auch eine Stop-and-Go nochmal von 30 Sekunden. Wird aber relativ schwer dahin. Da geht Mick Run innen durch bei Don Granato. Da hat er es noch versucht, weit nach außen. Genau. Ja, Mick Run jetzt auf der 2 vor Don Granato, der ihm da leider passieren lassen musste. Oder was heißt leider? Also er hat außen die Spur zugemacht und dann war innen für Mick Run frei. Da ist er natürlich direkt durchgegangen. Oh, Spiker, der hier Ronnie Pony vorbeilassen muss. Der kommt jetzt auch ordentlich in Fahrt. Ronnie Pony muss aber den Turbo gezündet haben. Lecco mio. Also, er war nicht so weit weg, aber... Ach nee. Spiker muss zurückgefallen sein. Spiker geht auch an die Box. Weil das hier ist Zeisi und Kesi. Ich habe gedacht, die sind schon hier vorne, ist er mit dran bei Mick Run. Das ist ein bisschen verwirrend, weil Mick Run und Zeisiana ungefähr eine ähnliche Lackierung fahren. War ein bisschen verwirrt, dass der Roni dann vorbeigegangen ist. Aber Spiker hat bestimmt auch einen Einschlag gehabt. Und Erich fährt in der Zwischenzeit wieder. Jetzt natürlich mit einem gehörigen Portion Wut im Bauch auf das Internet oder das Spiel, das abgeschmiert ist. Aber ich glaube, das ist Glück und Pech. Also ich glaube, Kai hatte es zur GT4-Finale auch. Und dafür mit einer der Gründe, warum es da für ihn nachher nicht gereicht hat oder er nur Vierter in der Meisterschaft geworden ist. Und ich meine, Erich kann jetzt ganz entspannt eigentlich auffahren. Erich hat eine Meisterschaft schon drinne und auch die Teammeisterschaft sollte soweit in trockenen Tüchern sein. Also die anderen haben 66 Punkte und ich überlege gerade mal, das einzigste Team, was noch fährt, ist Käse und Zeissiana. Und die müssten schon dick abkassieren, beide zusammen. Damit es für die noch langt. Das werden wir dann nach dem Rennen einmal kurz durchrechnen, ob es gelangt hat für Rowe und Erich und mich. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass Zeissiana und Käsestinker zusammen nicht 66 Punkte aufholen. Vor allem, da sie jetzt hier beide gegeneinander fahren. Die Teamkollegen. Spiker auf jeden Fall. Naja, ordentliches Eckchen vor German rausgekommen. Also German hat definitiv Schaden repariert. Und wir bleiben einfach mal so lange hier bei den beiden Trittbrett-Drivers. Zeissiana und Käsestinker. Käsestinker, der in der Saison so ein kleines Tief hinter sich hatte, also eine Autoumstellung, wo er nicht mit zufrieden war. Dann Ergebnisse, also es waren eigentlich keine schlechten Ergebnisse, aber es war
der Fehlerteufel hat halt häufig bei ihm zugeschlagen oder es war einfach wahnsinniges Pech. Ich glaube, einmal ist ihm der Sprit in der letzten Runde ausgegangen. Und ja, also der hatte da sein kleines Tief die Saison, dass er sagte, oh Mann, das war ja eigentlich alles gar nicht verkehrt, aber so langsam vergeht mir der Spaß. Und ja, das hat ein paar Rennen gedauert und jetzt ist er auch wieder dabei. Ist jetzt auch der Erste schon, der sich Hi Kai, willkommen. Ja, Erich hat das gleiche Schicksal ereilt wie dich. Er hat einen Disconnect gehabt. Und aber da weder du noch Nikolai mitfahrt, sind die größten Chancen noch hier für die beiden Trittbrett-Drivers auf 4 und 5 was einzuholen. Aber wenn Erich das Ding auch nur auf der 9 nach Hause fährt, sollte es eigentlich für Rowe reichen. Ja, Trittbrett-Drivers Käse und Zaisi fahren in der britischen nicht mehr zusammen. Käse hat fahren, glaube ich, für Weichkäse Racing, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er wird zusammen mit Weichsi zusammenfahren. Weichsi ist auch relativ neu gewesen. Ich weiß nicht, ob die beiden sich schon länger kennen. Oh, hier hat Zaisi aber gerade ein bisschen liegen lassen. Wo kommt der Ronnie Pony her? Das heißt, also die fahren für Weichkäse Racing und das wird sich dann, er fährt mit Weichsi zusammen und die machen es dann halt so, dass sie KTM und den Nissan fahren, also jedenfalls Ronnie, nein, Käse und Weichsi weiß ich noch gar nicht. Oh, da tänzelt der Nissan aber ordentlich über die Strecke. Kommt jetzt hier viel besser raus. Ah, hier ist kein Weg dran vorbei, muss abbremsen. Versucht es jetzt hier vielleicht auf der Bremse. Käse macht auf jeden Fall innen zu. German scheint Probleme zu haben. Air ist schon dran vorbei. Er wird zwar noch kein Stop. Naja, also. Der Server macht gar nicht die Probleme. Also die Statistik, die du unten links siehst, stimmt ja eigentlich vom Server. Das war gerade in dem Moment einfach ein Peak auch vom Airish an der Stelle. Und ich finde es mit dem Server ist eigentlich noch mit die fairste Option, dass man sagt, man hat es irgendwo gehostet. Anstatt man eine Private Lobby macht und vielleicht deswegen dann irgendjemand einen Disconnect kriegt. Kenne ich schon mal aus den Formel 1 Spielen. Ich weiß, wenn ein gewisser Kollege eine Lobby macht, dann habe ich immer eine schlechte Verbindung zu ihm und andersrum genauso. Oh, da war er aber fast zu spät auf der Bremse, der liebe Ronny. Und da habe ich schon eigentlich im Nissan-Heck knallen hören. Hat er aber dann gut gemacht. Ist jetzt das engste Duell, was wir haben. Vorne Gipfelkaskade und Micrun, die sich von Don Granato absetzen konnten. Käse dann auf der 4. Ronnie auf der 5. Ja, Zaisi mit seinen 50 Zusatzkilo. Ah, da kann er sich gerade daneben setzen. Kann das durchziehen? Kann das durchziehen? Die nächste ist eine Rechtskurve. Ja. Ja, kommt raus. Und jetzt hängt der Käsestinker dem Ronny im Nacken. Ja, wer weiß, vielleicht ändern die aktuell immer noch was an den Servern. Updates, Mikro-Updates, die sie da einspielen oder irgendwelche Veränderungen. Aber also ich meine, wir sind uns ja einig, dass das Spiel vom Laufen her auf der alten Xbox teilweise besser war. Also wir hatten einen guten Spectator-Modus und wie auch immer.
Was wir jetzt auf der Series dazu bekommen haben, ist ein bisschen mehr Force Feedback, bessere Grafik und ja, dass wir mit diesem Modus hier fortsetzen müssen. Also ein bisschen wie vorher schon. Ich hoffe, dass das spätestens bis September dann irgendwann mal gefixt wird. Wenn dann wirklich die Version 1.8 kommen soll und wir sind auf jeden Fall heiß drauf. So, Zaisi joint auch der Party. Und dann hängt der Zaisi wieder am Käsi. Und das mit, aufgepasst, 50 Zusatzkilos, die der Zaisianer mit sich rumschleppt. Und wir nähern uns der Halbzeit im Rennen, das ungefähr so in 6 Minuten der Fall ist. Und dann erwarte ich eigentlich die Herrschaften, meistens alle zum Boxenstopp, dass wir da ein bisschen Bewegung reinkriegen. Der Meister der Boxenstopps, Arish, ist auf der 8. Ja, durch den Disconnect bedingt auch schon eine Runde dadurch zurück. Hier immer wieder eine Ecke, wo alle gerne mal den Exit-Curb nehmen oder vielmehr den Curb großzügig links mitnehmen. Und das ist unser Kampftrüppchen aktuell. Also Don Granato muss auf jeden Fall vorne abreißen lassen zu Mikron und Gipfelkaskade, die sich hier die Führung unter sich ausmachen. Also Mikron, der auch rangefahren ist, hatte einen schlechten Start. Gipfelkaskade hat jetzt vorne ein bisschen verwalten können. Mikron, der jetzt aktuell näher rankommt, also tut sich gerade in eine super Position auch für Stoppen bewegen. Das sind auch Abstände, wo ein Boxenstopp eine Runde früher oder später gut funktionieren, und das werden wir jetzt sehen. Ah, guck, als hätte ich es nicht gesagt. Mikron geht zuerst an die Box und hofft dadurch dann gleich Gipfelkaskade am Exit ausnehmen zu können. Wollen wir gleich mal gucken, wo er dann nachher rauskommt. So, Don Granato wird jetzt die 2 übernehmen und Ronnie auf die 3 gehen, aber die haben ja alle noch nicht gestoppt. Käse geht auch frühzeitig an die Box und Zaisi fährt weiter. Jetzt gucken wir mal, wo die rauskommen, was die Zeit wert ist. Dafür springen wir hier auf Spiker, der schon gestoppt hat. Relativ früh, auch durch einen Einschlag. Und hatte ja auch schon seinen Schaden in der Einführungsrunde sich geholt, indem er abgeflogen war. Sehr schade. Und dann wollen wir gleich mal gucken, was die Zeit wert ist, was die da vorne machen. Also in der Box. Als Spiker war das alles eine Gruppe eigentlich am Anfang. Und ja, Spiker hat auch gute Zeiten gefahren. Ja, Mikron geht jetzt schon wieder raus. Also da ist Spiker noch weit weg. Und auch Käsestinker geht weit vor ihm raus. Also da hat Spiker auf jeden Fall viel reparieren lassen müssen. Und Käse hat, glaube ich, einen ganz guten Stopp gemacht. Das sah jedenfalls gut aus. Scheint ein bisschen was auf Mikron gewonnen zu haben an Zeit. Gucken wir mal, wo Arish in der Zwischenzeit liegt. Normalerweise hat er nichts mehr irgendwo positionsmäßig. Sollte nicht passieren, aber Arish ist halt auch immer noch Arish. Und wegen ihm haben wir ja eigentlich erst sowas wie Zusatzgewicht eingefügt, weil es eigentlich langweilig war, dass Arish jedes Mal gewonnen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir denn fairerweise einbremsen und nicht nur ihn, sondern auch alle schnellen, damit auch vielleicht die Lust haben, die nicht so schnell unterwegs sind. Und ja, das war ein ganz gutes Mittel, wozu wir gegriffen haben mit dem Zusatzgewicht. Ich wünschte, ich könnte es wie am PC handeln. Und müsste es nicht über den Sprit machen, sondern könnte sagen, ja, dieses Auto ist einfach jetzt 50 Kilo schwerer. Aber
Ja. Not macht erfinderisch und somit 50 Kilo sind 50 Liter. Macht es für uns dann relativ einfach. Und ja, ich hoffe, dass halt Sizi das halt auch gleich nicht vergisst, dass er diese Zusatzliterchen drin haben muss und das auch per Screenshot gleich zum Boxenstopp beweisen müsste. Mal gucken, ob Gipfelkaskade jetzt so langsam irgendwann reagiert oder einfach so lange fährt jetzt, bis sein Tank leer ist. Ist natürlich jetzt schwierig von hier aus zu beurteilen, was fährt der andere gerade für Rundenzeiten und holt er auf oder verliert er weiter. Da kann man nur seine eigenen Rundenzeiten sehen und sagen, ja, passt, 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 ist in Ordnung. Oder versucht einfach heile durchzukommen. Das muss man mal überlegen. Was sagt ihr? Wer ist nachher von den Stops her vorne? Gipfel oder holt sich dann doch Mikrun? So, jetzt werden wir es sehen. Gipfel geht rein. Vorsichtig in die Box gefahren. Bloß keine Stop and Go 30 Sekunden, so wie es German gemacht hat, geholt. Ja, wenn das einer vorher gesagt hätte, dass Irish und German hier um Platz 8 und 9 fahren, der hätte mir auch gesagt, du hast auch wohl einen Vogel, Sharky. Aber, ja, so ist das halt. So, Gipfel an der Box. Ronnie geht an der 3 auch an der Box. Somit holt sich Don Granat zu der Führungsrunde. Und Sizi springt auf eine 2. Der wird sich ja denken, ja, ich habe ja genug Zusatzkilos drin. Aber Vorsicht, Sizi, nicht unter 50 Kilo fallen oder unter 50 Liter. Der hat vor sich den zu überrundenden German. So, wir gucken mal. Mikrun kommt auf das Startziel. Gipfelkaskade darf wieder losfahren. Oh, das wird eng am Ausgang. Aber ich glaube, das holt sich Mikrun. Da ist er. Da hat er ihn geholt. Mikrun fährt Boxenstopp bereinigt auf die 1. Und wird jetzt gejagt von Gipfelkaskade. Ja, das wird jetzt noch ein netter Kampf, glaube ich. Gute 21 Minuten. Das sind noch so summa summarum 10, 11 Runden, die Jungs sich da jetzt noch gleich Saures geben können. Mal gucken, wie es für den Rest dann so aussieht. Sizi, der halt wie gesagt auf German aufläuft. Macht aber nichts. Der Sizi wird jetzt auch an die Box kommen müssen. Don Granato nach der Führungsrunde geht er jetzt auch rein. Und ich glaube jetzt auch, dass Sizi jetzt auch so langsam reingeht. Hälfte ist schon rum. Ja, und so ist es auch. Zeitlich zum Pit-Limiter, das sah gut aus. So, und da die beiden stehen, ist das hier unser Plätzchen um die 1. Also Mikrun hat gute 3 Sekunden gut gemacht auf Gipfelkaskade. Also die waren, oder 4, muss ja schon fast sagen. Er ist jetzt 3 Sekunden vor ihm und war vorher eine Sekunde zurück. Oh, ordentlich verbremst von Gipfelkaskade, das tut weh. Bloß nicht zu schnell hier kreuzen, weil dann gibt es eben mal eine gute Strafe, hatten wir auch schon. Direkt eine Durchfahrtsstrafe, wenn man da rüber prügelt oder sogar noch mehr. So, Don Granato ist, darf wieder losfahren. Stop and
Stop and Go, 30 Sekunden. Tu mir das doch nicht an. Don Granato. Was hast du denn getan? Da war er zu schnell. Das tut weh. Ja, den Käsestinker wird's freuen. Ehrlich gesagt tut mir das auch sehr weh, dass der Don Granato sich da selbst bestraft. Zaisi müsste hinter Ronnie zurückgefallen sein, der das vor ihm ist. Das könnte ein dritter Platz für Ronnie werden heute hier. Käse ist auf der 4. Könnte sich die 3 holen. Ah, Käse und Ronnie. Das ist Kampf um die 3, würde ich sagen, weil Don ich schon mal rauszähle. Da ist noch ein bisschen Platz zwischen. Und Zaisi mischt da auch noch mit bei. Weiß nicht, ob Spiker sich dann nochmal zwischensetzt. Die beiden hier hinten wird sich vielleicht noch Don Granato zugesellen. Ja, Gipfelkaskade kommt aber auch nicht so gut in die zweite Hälfte rein wie in der ersten. Ja, aus dem Jaguar reist er auf jeden Fall, holt er gut was raus, hat auch eigentlich sich damit um Podium und einen dritten Platz selbst betrogen. Fährt hier ein grandioses Rennen in dem Jaguar. Aber mit dieser Stop and Go von 30 Sekunden, das ist auf jeden Fall nochmal eine Minute obendrauf. Das tut weh, der fällt auf die 7 zurück. Und so langsam kommen wir dann auch aktuell in ein Range, wo wir rechnen müssen, was kriegt der Käsestinker und was kriegt der Zaisiana für Platz 3 und 4 und Erich nur für die 9. Das, Kai, kannst du ja mal gerade ausrechnen, wenn du magst, wie da der Unterschied ist. Also, was der Platz 9 kriegt, Erich, und wenn Käse und Zaisi auf 3 und 4 fahren, was das für die Meisterschaft heißt, ob das für die Trittbett-3 was noch reicht. 66 Punkte müssten sie aufholen auf Rowe. Und ich meine, der dritte Platz hat gerechnet. Was ist denn? Ich habe 45, 41. Ich glaube 37 Punkte. 37 plus 35. Nee. Plus 34. Die könnten vielleicht 70 Punkte einfahren. So, und dann müsste Erich eigentlich nur noch 5, 6 Punkte holen. Das würde er ja mit dem 9. Gott sei Dank machen. Aber es ist dann doch enger, als mir persönlich doch lieb war. Aber ja gut. That's the game. Die Big Points nehmen ja Gipfelkaskade und Micron Gott sei Dank mit nach Hause, sonst wäre es vielleicht doch relativ düster geworden noch für Rowe. Und die Trittbrett-Drivers hätten es hier noch im allerletzten Rennen rausgerissen. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall Käsi und Zaisi gegönnt. Aber ich gönne auch dem Käsi auf jeden Fall den dritten Rang, wenn er hier das einfährt. Also den Don würde er sich gleich aufgrund der Strafe
schnappen, wenn er nicht sowieso schon auf der Strecke kriegt. Von hinten muss er aufpassen auf Ronnie und ja. Der Zeisi könnte sich dann immerhin noch den fünften holen. Ja, Erich war Dritter. Kai. Also kriegt Punkte und holt sich quasi wahrscheinlich auch die Quali, die Fastest Lap Trophy damit vor dir. Ich glaube, ihr wart gleich auf. Du hast ja meine Tabelle. Kannst ja mal eben einmal kurz durchrechnen, wenn du da am Computer sitzt. Ja, Gipfelkaskade kommt da eigentlich nicht mehr dran. Also der Abstand bleibt ungefähr gleich. Aber da verändert sich jetzt nichts groß. Also das kann, so wie es aussieht, 68 Punkte für Käse und Saisi. Okay. Ja, 66 mal Vorsprung. Also reichen 2 Punkte bei Erich. Die hat er auf jeden Fall im Quali geholt. Jetzt weiß ich aber nicht. Käse, glaube ich, ist ohne ausgegangen in den Punkten und ich glaube, Zeisi auch, aber dann ist eigentlich das Ding für Rowe schon durch, egal was Erich macht, aber okay, ja, also wird auf jeden Fall nochmal am Ende knapp. Also ist wahrscheinlich nicht so knapp, dass Rowe das verliert, aber das war eigentlich auch schon von vornherein zu erwarten. 66 Punkte zum Saisonfinale hin. Ich meine natürlich jetzt, dass Patsy heute nicht kann und ich streame. Oh, Erich fährt aber auf der, ist vor German rausgekommen. Hat das wirklich geschafft, also trotz Disconnect vor German zu sein. Der hat heute hier, ich meine, er hatte auch in der Party vorab erzählt, er hat ein kleines Problem mit, ne, gar nicht, German ist vor ihm. Ja, German ist schon am Tunnel und Erich jetzt erst. Aber die befinden sich halt direkt hintereinander, also Erich wird probieren, sich hier noch den 8. zu holen. Oder ist German noch eine Runde zurück? Oh. Also ich weiß, dass German Probleme mit dem Setup hatte und hat sich dann bei YouTube eins geholt. Das könnte aber vielleicht auch nur auf die eine Runde schnell gewesen sein. Und war vielleicht dann doch kein Rennsetup. Hat hier doch massive Probleme. Ja, hier auch schon wieder ein Einschlag rechts, links. Und das ist nicht seine Kurve dort, also das ist vielleicht dem Setup geschuldet, wenn man dann eins aus dem Zeitfahren nimmt. Die sind halt nicht fürs Rennen gemacht, ne? Gut. Daher immer, eigentlich musst du sagen, macht Setup selber und probieren ein bisschen auch mit Sprit, weil es ändert sich nun mal ein bisschen. Auf einer Runde war German auch super schnell, aber dann hat man es gesehen, dann doch ein, zwei massive Einschläge und das Auto fährt nicht mehr so toll. So. Da die ersten beiden uns den Kampf nicht geben wollen, gehe ich mal von aus, um den Sieg, weil das sieht so aus, als ob Mick Run sich da vorne den Vorsprung ausbaut auf Gipfelkaskade. Haben wir aber hier einen Kampf, der sich ich meine, Zeisi muss ein bisschen abreißen lassen, aber Ronnie Pony will das Podium und ja. Das ist das Podium, was die beiden hier jetzt ausfechten.
Nissan gegen Lexus. Mal gucken, wer hier seine Vorteile hat. Auf jeden Fall hat Ronnie die Lücke schließen können. Ja, ich glaube aber nicht, dass das passiert, Kai. Das sieht mir eher danach aus, als ob sich, als ob Käse... Als ob... Oh, da war der Kontakt. Alles gut. Fahren weiter, sehr gut. Bringt aber den Zeisi ein bisschen näher ran an das ganze Geschehen. Ich glaube aber, dass sich der Ronnie eigentlich jetzt gleich den Käse eher noch schnappt. Und der Ronnie auf die 3 geht. Das sah nämlich gefährlich aus. Oder sieht gefährlich aus beim Käse im Rückspiegel, dass der Ronnie dort formatfüllend zu sehen ist. Ja, dadurch, dass sie kämpfen, macht Zeisi natürlich Boden gut, aber wenn der Ronnie jetzt gleich vorbeigeht und man sieht ja, dass Ronnie schneller ist als der Käsi, den kann er nicht lange hinter sich halten. Dann holt sich der Ronnie auch den dritten. Und dann können Käse und Zeisi höchstens noch 4 und 5 unter sich ausmachen. Zeisi ist 5 Sekunden weg. Darf halt nicht vergessen, Zeisi hat noch die 50 Zusatzkilo. Ich glaube eher, dass Spiker sich noch Zeisi holt. Und Zeisi eher auf der 6 erst durchgeht. Also sah eine ganze Zeit lang sehr gut aus für die Trittis. Aber das war eine Momentaufnahme und zwar 15 Minuten vor der Zeit und nicht jetzt zunehmend mit zum Rennende hin. Sieht die Prognose ein bisschen schlechter aus. Es könnte sein, dass beide ihre Positionen gleich noch innerhalb der letzten 6 Minuten verlieren, also innerhalb der letzten 3-4 Runden des Rennens. Dass Käse wahrscheinlich... Also ich meine, natürlich kann er sich gut verteidigen gegen Ronnie und auch Zeisi gegen Spiker, aber ich glaube fast, also es könnte für beide nicht so schön nachher ausgehen, aber wir werden es ja sehen. Vielleicht strafen mich auch beide Lügen und der Käsi holt sich hier die 3. Also auf jeden Fall werden beide hier mit dem Messer zwischen die 10 fahren, weil zum Saisonfinale ein Podium nochmal holen, das wollen sie eigentlich beide. Sind beide relativ regelmäßig mitgefahren, haben beide gute Ergebnisse eingefahren. Ronnie, muss ich sagen, hat, glaube ich, in den letzten Rennen eine deutliche Steigerung seiner Leistung gehabt. Hat also irgendwo auf der Strecke ein bisschen was geändert, vielleicht am Fahrstil oder was er macht, ist Ronnie ist ziemlich schnell geworden. Und auch Käsi ist erstarkt wiedergekommen. Fährt natürlich seinen geliebten Nissan, mit dem er alles macht. Aber ich bin den Nissan selbst mal Probe gefahren und ich finde den gar nicht so prall. Und daher Respekt, dass der Käsi damit so schnell fährt. Und natürlich wäre das auch ein starker Fingerzeig für die britische Meisterschaft. Ne? Ich schließe hier das Saisonfinale nochmal mit dem Nissan auf der 3 ab und sag, hab mich vielleicht auch auf dem Schirm für die britische Meisterschaft, dass ich vielleicht ein Wörtchen mitreden kann. Also, ja, Käse und Zeisi hatten es ja schon, also so wie es aussieht, machen sie trotzdem dann den 2. Platz in der Teammeisterschaft klar. Und gar nicht mal so viele Punkte hinter Rowe. Ich meine, das lag jetzt auch daran, also hätte jetzt Rowe einen 2. starken Fahrer, so wie Erich selber. Aber, ja, ich habe halt meinen Teil auch für die Punkte dazu getan und mache dann mit Erich da die Meisterschaft klar, aber ich habe dann doch eher durch Kommentieren und Abwesenheit geglänzt und statt Erich, und Erich fährt jedes Rennen durch und macht auch meistens die Big Points. Und das überraschenderweise mit dem M6, aber somit hatten wir auch relativ viel über diese 6 Rennen, wo jetzt diese Interkontinental-Meisterschaft drüber ging,
hatten wir verschiedene Rennsieger. Also müssen wir sagen, wir hatten, ich weiß, wir hatten Kima, die ein Rennen gewonnen hat, auf jeden Fall Irish, der ein Rennen gewonnen hat, German, der eigentlich zwei Rennen gewonnen hat, aber dann immer wieder durch Fehler im Spritsystem zurückgestuft wurden. Wir hatten Zeisi, der zuletzt das GT3-Rennen gewonnen hat. Ich weiß nicht, Kai, hast du auch ein GT3-Rennen gewonnen? Also wir hatten da durchaus Vielfalt drin in unserem GT3-Feld dieses Jahr. Also es waren nur 6 GT3-Rennen, aber wir haben viele verschiedene Sieger gehabt. Wir haben schöne Strecken gehabt mit Preffers, Imola, Monza, Laguna Seca waren wir. Wir waren in... Wo waren wir denn noch? Kyalami. Und jetzt hier in Suzuka. Das waren, glaube ich, unsere 6 Strecken, die wir hatten. Und ich freue mich schon dann auf die britische Meisterschaft. Engere Straßen. Nicht so viel Platz. Und wollen wir mal gucken, wie die Fahrer sich dann dort austoben. Da geht es hier schon nächste Woche weiter mit der GT4. Und zwar sind wir dann im Ulten Park GT4s. Oh, schon wieder dieselbe Kurve. Also, da bremst der Kesi sehr früh und Ronnie Pony könnte viel später. Und da rasselt er ihm jedes Mal fast drauf. Sind aber auch jetzt nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr. Also ich würde sagen, es ist die vorletzte Runde. Also wenn er was holen will, dann muss er da auch irgendwann gleich vorbei. Und ich hoffe jetzt nicht, dass er die... dass er da die Brechstange rausholt, um irgendwas noch zu holen. Vielleicht dann lieber doch in Fehler hetzen. Spiker kommt aber auch nicht an groß an Zeissiana ran. Also man sieht's, er fährt auch letzte Rille, ne? Die fahren vielleicht nochmal ein Stück weit zu, aber ich glaube nicht, dass da jetzt letzte Runde noch was passiert. Auch vorne ist relativ klar. Es wird jetzt auf jeden Fall noch eine Runde geben. Da sind die Abstände soweit klar. Ich bleibe hier einfach mal beim unserem Kampf ums Podium, ums Stockerl, wie es so schön heißt. Ich glaube nicht, dass sich an den restlichen Positionen noch etwas tut. Ja, German hat mittlerweile die Session verlassen, leider. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch werten können dann. Ist natürlich nicht so schön, wenn jemand vorher die Session verlässt. Ich meine, ich kann Frust verstehen, wenn es nicht so gut läuft. Aber wir hatten auch immer gesagt, fahrt zu Ende, damit ihr Punkte kriegt. Weil wer frühzeitig rausgeht und das Rennen nicht beendet, kriegt auch keine Punkte. Und jetzt gehen die beiden hier auf ihre letzte Runde. So, und jetzt die Kurve, wo er eigentlich immer was gut machen kann. Vielleicht probiert er hier was anderes. Bleibt auf jeden Fall innen. Also nah dran ist er auf jeden Fall. Holt er sich das Ganze jetzt noch in der letzten Runde? Wir müssen mal nebenbei so ein schielendes Auge auf die Karte haben. Also, wie Mick Run über die Linie geht, will ich natürlich nicht verpassen. Weil die Ehre gehört auf jeden Fall dem, gebührt dem Sieger. Geht jetzt auf die lange. Andererseits möchte ich hier auch natürlich nicht die Attacke von Ronnie verpassen. Der versucht es, aber es langt nicht. So, und jetzt ist gleich nur noch die letzte Option, das quasi hier in dieser Schikane zu machen. Und ja, wir gratulieren Mick Run, also gute Premiere und direkt den Sieg geholt hier in der GT3.
Herzlichen Glückwunsch, Mick Run und seinem BMW. Erster Platz, zweiter geht an Gipfelkaskade. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Und das wird der Kesi sich nicht mehr nehmen lassen. Da ist Ronnie zu weit weg. Kommt da nochmal ganz, ganz nah ran und... Ah! Bisschen Wheelspin gehabt und dann ist es weg. Ja, und damit holt sich der Käse-Stinker den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch, Käsi. So kann es weitergehen. Ronny, starker Vierter. Zeisi mit dem Zusatzgewicht auf der 5. Und Spiker verendet das Ganze. Don Granato auf der 7, Erich auf der 8. Ich mache schnell einen Screenshot des Ganzen. Ja, und dann haben wir es eigentlich schon. Wir haben Mick Run auf der 1. Wir haben Gipfelkaskade auf der 2. Käse Stinker auf der 3, Ronnie Pony auf der 4, Zeissiana auf der 5, Spiker 6, Don Granato auf der 7, die hier nochmal die Reifen qualmen lassen. Und Erich mit Rowe auf dem 8. Platz, aber das sollte langen. Vielen Dank, Kai. Ja, Rowe hat den GT3 Meistertitel damit in der Tasche mit Erich und mir. Und ja. Die anderen beiden gehen dann halt auf die 2. Schade, dass du nicht dabei warst jetzt, Kai, mit Nikolai. Aber da lässt sich bestimmt auch wieder starke Paarungen finden für die britische Meisterschaft. Und ja, ich gehe mal stark davon aus, dass, also man braucht gar nicht, ich bin jetzt auch ja nicht der stärkste Fahrer, aber ich glaube, man braucht einfach einen starken und einen zuverlässigen Fahrer und dann ist in der Meisterschaft auch immer noch alles möglich. Ja, und so wie die Fahrer hier ihre Ründchen drehen, so kann ich dann noch eben das Programm für die EER die Woche zusammenstellen. Der MSC ist Montag schon fertig, aber wir fahren Pfingstsonntag, also jetzt am Sonntag fährt der Pro Sprint Cup um 18 Uhr, glaube ich. Ich glaube, es war 18 Uhr, ja. Weil wir letzte Woche nicht gefahren sind, aufgrund, dass ihr es mitbekommen habt, in Monaco hat sich der Rennstart so verzögert und das Rennen selber, dass es für unseren Rennstart zu spät wurde. Das heißt, wir haben das Rennen in Sao Paulo in Brasilien verschoben auf nächste Woche. Das heißt, jetzt am Sonntag findet dann der große Preis von Brasilien im Pro Sprint Cup bei uns statt. Dann am Dienstag sind wir wahrscheinlich oder ich wahrscheinlich wieder online oder Patsy, weiß ich noch gar nicht. Dann sind nämlich die Chaos Lemminge auf dem Nürburgring zugange bei, ich glaube, Regen. Und dann sehen wir uns Donnerstag schon wieder hier aus dann der britischen Meisterschaft mit Ulton Park. Und ja. Dementsprechend verbleibe ich dann mit sportlichen Grüßen. Euer Sharky. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like, ein Abo oder beides da. Hilft uns sehr viel, um es weiterzubringen. Und ja, wenn es ihr jetzt gesehen habt und sagt, ah, hätte ich auch Lust. Nächste Woche startet, wie gesagt, die GT4-Meisterschaft und in 3 Wochen startet dann die GT3-Meisterschaft neu. Auch wieder so ihre 6 Rennen. Könnt ihr gerne mitfahren. Alles, was auf Xbox Series X fährt, ist herzlich eingeladen, das Ganze hier bei uns mitzumachen. Wir streamen jedes Rennen und sind froh über jeden, der mitfährt. Alles klar. Bis denn. Euer Sharky. Ciao.